Herzlich willkommen zurück hier am Konfliktknall zu der neunten Runde. Deal or No Deal. Dieses Mal hier bei dieser Woche, bei dieser Folge dieser Woche eine Premiere. Denn diese Person war noch nie da. Bei Deal or No Deal, nämlich der gute Rafa oder Enderan. Ja, moin. So, irgendwie aus irgendeinem Grunde bist du jetzt die letzten 2 Jahre immer nicht dran gekommen. Es waren Leute dran wie Rob oder Styx, aber du warst irgendwie nie erreichbar. Man hat dich immer vergessen. Keine Ahnung, was da immer war. Erfolgreich unterm Radar versteckt. Doch dieses Jahr, nein, dieses Jahr bist du dabei. Nach 3 Jahren hast du endlich die Chance, auch hier Titelträger zu werden. Das Deal or No Deal Confederations hier Champions. Aktueller Die Champion von. Million. Du kannst die Million natürlich bekommen. Das wäre natürlich. Du wärst nicht der erste Millionär. Wir haben schon einmal die Million ausgespielt, was in dem Spiel verdammt schwer ist. Der erste Millionär aus der ersten Staffel, Mario, der das Spiel gleich mal gesprengt hat. Und ja. Staffel 2 Sieger war Celine. Das heißt, Celine ist aktuell Titelverteidigerin. Oha. Das heißt, sieht man Deshalb ist sie das. auch als letztes dran. Darum kommt sie auch als Letzte. Als Titelverteidigerin. Damit weiß sie genau, was sie erreichen muss. Aber ja. Wir reden mal jetzt nicht lange rum. Wir beginnen mal mit der wichtigsten Frage. Hier siehst du 26 Koffer. Welchen Koffer dieser 26 hättest du? Ich Dein hätte gern die 17. es irgendeinen besonderen Grund, wieso du die 17 wählst oder einfach aus Langeweile? Ah, die hat mich so angelächelt. Da muss ich die einfach So, nehmen. nicht irgendwie Lieblingszahl oder Ne, irgendwie ne, sowas ne, in die ne. Richtung. Das ist die 3. Aber die wollte ich nicht nehmen, weil das wäre dann ja zu voraussehbar und deshalb muss ich die 17 nehmen. Die 17. Die 17 ist, also nur so als Info, Subs zahlt, die er immer wieder genommen hat, oder ich weiß nicht, ob es jetzt seine Lieblingszahl ist oder so, aber die Zahl, mit der er, glaube ich, am meisten verbindet, ist die Nummer 16. Und die hat ihm schon, ist halt gleich neben der Nummer 17. Aber ja, jetzt geht es halt darum, ersten 6 Koffer zu öffnen. Und mit den ersten 6 Koffern kann man halt dann das erste, ersten Sachen, Den also ersten raus. Koffer. Also mach mal die ersten 6 Kauf auf und dann bekommen wir das erste Angebot. Dann nehmen wir doch erstmal die 3. Nummer 3. Also, das war ganz deine Lieblingszahl, oder? Die du Ja, einnehmen mal wolltest. gucken, was Da darin gewinnt. wäre 750 denn gewesen. Was sehr gut ist. Das ist der linken Seite. Also Ja, am die besten linken wäre will man es, ja weg. Beträge von der Seite wegzubekommen. Also am besten der Cent, auch als der Styx bekannt, da Styx damals im ersten Jahr den Cent gemacht hat. Nehmen wir mal die 10. Nummer 10. 500 gleich. Eigentlich ziemlich guter Start. Nehmen wir noch mal die 20. Das war Björns Koffer dieses Jahr. Björn hätte in seinem Koffer die Million drin gehabt, hat aber sich nicht getraut, weiterzuspielen bis zum Ende und hat dadurch nur mit 190.000 abgeschlossen. Aber diesmal sind da nur die 50 drin. Das Drei sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal von gut aus. der linken Seite. Schon weg. Dann nehmen wir noch mal die 26. Höchstmögliche Ziffer. 100.000. Und als letztes nehmen wir dann noch mal die 1. 1. Vorletztes. Kommt noch ein Koffer. Ach nee, ich muss ja noch einen danach ausnehmen. 1.000. Stark angefangen und dann auch sehr stark nachgelassen. Naja, sagen wir so, du siehst ja hier unten,
Es gibt sechs Koffer, die dich, also es gibt aktuell sechs Koffer, wenn du die bekommst, bist du fix im Halbfinale. Also die Beträge von 200.000 aufwärts sind Halbfinalplätze fix, also sind das Halbfinalticket. Dann nehmen wir noch mal die 4. Wenn du jetzt noch einen unter 200.000 wegspielst, hast du schon sechs Koffer weggespielt, die alle unter Halbfinalticket sind. Das war die 750.000. War der erste sehr hohe Betrag. Dein erster möglicher Deal. Nee, 13.000. 13.000 noch nicht. Was? Also, der Banker meint, für deinen Koffer wäre 13.000 Dollar wert. Ach, ich bin der Meinung, der ist mehr wert. Machen wir weiter. Deal or no deal? No deal. Jetzt musst du dann fünf Koffer öffnen. Es wird einer weniger. Fünf Koffer sind jetzt zu öffnen. Fünf Koffer, ja, da fangen wir doch direkt mal mit der 5 an. Nummer 5. 10. Wieder guter Start. Das ist doch schon mal gut. Eigentlich irgendeine Strategie drin, was du aufmachst. Die Koffer gibt es da so eine Reihenfolge, die du dir gerade so Wahllos. alles Die mich überlegst. am meisten anlächeln, die nehme ich. Oh, und dann nehme ich mal die gleich als nächstes die 19. Nummer 19. 300.000. Die war nicht so gut. Damit sind noch vier Koffer über den Betrag, den du erspielen musst, um weiterzukommen. So, dann nehmen wir noch mal die 25. 25. Wir sind auf die 5. 200.000. Das sind zwei hohe, sehr ziemlich hohe Beträge. Ah, ich glaube, mein Koffer ist weniger wert geworden. Machen wir noch mal die 2 weg. Zwei. Damit ist die ganze obere Reihe. 500.000. Da ist die ganze obere Reihe leer, ja. Damit sind wir ein Koffer. Also, das Positive, was ich sagen kann, es bleibt mindestens noch ein Betrag stehen, der reichen würde, um ins Halbfinale einzuziehen. Ja, und wir entfernen mal die 12 12, die als goldene Mitte. nächstes. 300. Das Ich Nummer glaube 3. fast, dass dein Betrag nicht um große Sprünge gemacht hat. Ich glaube nicht, nee. Oh, 31.000. 31.000. Also wir haben den 1 und 3 umgedreht, aber es sind immer noch nur 31.000. Ah, das reicht noch nicht. Es würde noch nicht reichen, um ins Halbfinale zu kommen. Ah, ich glaube, mein Koffer ist auch mehr wert. Ich glaube nämlich, ich habe dann sicheres Gefühl, das ist entweder die Million oder die 400.000. No deal. Noch no deal? Du musst jetzt vier Koffer öffnen. Ja, das schaffe ich. Der Cent, den 1 Dollar und die 5 Dollar sind dabei. Und die Mille. Ja, die Mille bleibt schön da. Die ist ja in der 17 drin. Wir nehmen mal die 14. Aber was sind da 14 drin? Sind Die 400 drin. 400. Noch einen niedrigen Betrag raus. Das ist schon mal gut. Und die 22. 22. 75.000. Das ist der erste etwas höhere Betrag, was das Spiel nehmen würde. Die 9. Die 9. 25. So, wir haben immer noch die drei kleinsten Beträge. Den Cent, den Euro oder den Dollar und die 5 Dollar. Das heißt, wir haben noch die drei Grenzwege, wir haben noch den höchsten Betrag, aber sonst da unten eigentlich fast nichts mehr. Ja, und deshalb nehmen wir jetzt noch mal die 7. Nummer 7.
200. Ich sag mal, damit geht's einiges hoch, dein Betrag. Also ich gehe jetzt auf 60, 70.000 schätzen. Oh, 102.000. 102.000. Damit wärst du aktuell, glaube ich, guter Sechster. Nur mit als guter Sechster kannst du dir nicht viel kaufen. Nee, und deshalb würde ich sagen, da ich ja die Mille in meinem Koffer habe, nur dir. So. Aktuell redest du ja so, als würdest du wahrscheinlich bis zum Ende zocken. Also würdest du wirklich so lange spielen, bis du die Mille siehst. Ja. Auch wenn du damit zum Beispiel riskierst, dann schlussendlich nur mit der Cent die Mille da zu haben und du eigentlich schon längst das Halbfinale erreichen hätten können und dann schlussendlich mit der Mille nach Hause gehen oder. Ja. Bin ich mir noch nicht sicher. Die Mille ist verlockend, aber das Halbfinale ist auch sehr verlockend. Wir werden sehen. Aber mit der die 102 reichen wir noch nicht. Das würden doch nicht. Es wäre ein gutes Mittelfeldplatz, aber mehr noch nicht. Also Deal. Oh no, du musst jetzt 3 Koffer öffnen. No Deal. No Deal. Wir öffnen noch ein paar Koffer. 3 Koffer. 3 Koffer wollen wir öffnen. Die 13, die muss raus. Die ist gar nicht. Ist für dich die 13 eigentlich so eine Glückszahl oder Unglückszahl? Eindeutig eine Pechzahl. Also die wird jetzt, also entweder wird die einschlagen wie eine Granate oder das Pech ist weg. Also, du siehst eher die 13 als eine Pechzahl für dich selbst. Ja, und deshalb muss sie weg. Ich kann die nicht mehr länger sehen. 50.000. Ja. Geht doch. Geht, ja. Und die 23, die wollen wir auch nicht. 23. Ja, den machen wir auch mal auf. 75. Na, das ist doch schon mal, sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt nehmen wir noch mal die 11. Als letzten Koffer von dieser Runde. Die Nummer 11. Hm. 25.000. Okay. Jetzt, glaube ich, werden wir spannend. Jetzt, glaube ich, hast du... Bist du auf dem Punkt... Was geht noch höher? Oh. Nein, nein, nein. Ich wusste, dass es höher geht. Es waren drei Beträge, die zeigen, dass es noch höher geht, dass es höher geht. Das heißt, du siehst, jetzt bist du so knapp vorm Platz, um das Halbfinale zu erreichen. Das heißt, aktuell stehe ich am Halbfinalplatz. Also ich stehe gerade am Kicker. Ja, und ich würde mal sagen, nur dir, die Million ist in meinem Koffer. Du musst jetzt 2 Koffer öffnen. Du kannst jetzt beide hohen Beträge wegspielen. Oder wenn du jetzt die Mille wegwirfst, musst du fast schon noch perfekt spielen, um es zu erreichen. Um irgendwas zu reißen. Ja, aber die Mille ist ja in meinem Koffer, deshalb ist da keine Gefahr. Nur dir. Sicher? Dann no. Ich mache jetzt irgendwie so einen Rush-Part hier, also wir rushen hier irgendwie extrem durch. Ein sehr entschlossener. Wir nehmen jetzt mal die 8. 8. Der Koffer, der hier fast ziemlich alleine rumschwirrt, hat die Mille drin gehabt. Jetzt ist es natürlich langsam kritisch. Jetzt sind wir bei dem Punkt angelangt, dass du nicht mehr die 400.000 rausspielen darfst. Und ich kann dir auch schon versprechen, jetzt geht's weit runter. Das heißt, du machst einen Cent, dann fliegst nicht so weit runter, aber es wird ziemlich weit runter gehen schon, der Betrag. Ah, dann machen wir auch nochmal die 6 weg, dann... Wissen wir es. 5. Oh, 5 Dollar.
66.000. Das heißt, jetzt geht es darum, sich langsam. Du müsstest dich jetzt langsam Koffer für Koffer hocharbeiten. Koffer für Koffer, ja, ich würde mal sagen, dann noch Aber besteht die Chance aufs Halbfinale. Das muss irgendwie ich natürlich nutzen. ist natürlich. Und 66.000 sind natürlich auch ein Angebot, was verlockend ist, aber ich glaube, wir spielen noch mal weiter. Deal or no deal? No deal. No deal. Wir spielen weiter. Jetzt geht's darum, dass du wirklich alles Glück der Welt pachtest. Wir entfernen mal die 16. Nummer. Die Nummer 16. Den wollen wir nicht. Oh. Ich muss jetzt eines sagen. Das war das Halbfinalticket. Das war dann Halbfinale, ja. Das heißt, du wirst nicht. Ah, dann spielen wir jetzt noch das Höchste raus. 3000. Nee. Ein Versuch mache ich noch. Das No deal. Jetzt gesagt, ich muss erst sagen, aktuell schaut so aus, dass Copa mit 1 Cent 1 Euro am letzten Platz liegt. Kurz gefolgt von Mario mit 50 Euro und Dario mit 100 Euro. Du würdest dich jetzt mit diesen 3000 Euro irgendwo da mittendrin rein platzieren und könntest halt dann so, wirst halt als guter Dritt, als guter im guten Mittelfeld dieses Jahr abschließen. Ah, Ehrgeiz. Ein machen wir noch. Ein machen wir noch. No deal. So die 18, 15, 1 hat ihre 24. Die 15. Die 15. 100, das war da als bitte. Genau die Mitte zwischen allem. Sind jetzt circa bei 4.040. Ja, genau, 4.000. Geht jetzt langsam hoch, aber es geht halt. Wir haben noch 5.000, 10.000, 1 Cent und den Euro drin. Und ich würde aufpassen, dass du nicht der bist, der den zweiten Euro macht. Na, aber ich würde mal sagen, ich bin Zocker, no deal. Wir spielen noch weiter. No deal. No deal. 18, 21 oder 24. Ah, wir nehmen mal die 24. Nummer 24. Der Cent. Das heißt, du bist nicht mehr, kannst nicht mehr alleiniger Letzter werden. Das ist doch schon mal gut. 5000 bietet er mir an. Ja. Was heißt, wenn ich jetzt nur Deal mache, geht's wahrscheinlich runter, wenn ich nicht den Cent, nicht den Euro erwische. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Euro in meiner Briefcase habe, ist 1 zu 3. Ach, was soll's, wir nehmen die 5000. Du nimmst du 5.000. Ja, Deal. Dann gratuliere ich dir zu deinen 5.000. In den Koffer waren die 5.000 drin. Also wäre es scheißegal gewesen, was du genommen hättest. Es wäre mit den 5.000 ausgegangen. 5000, das ist doch schön. Wenigstens Damit etwas. stehst du vor Cooper, Mario, Daniel. Diese Runde. Was ja auch
spürt dein erstes Spiel nicht schlecht ist. Wenigstens nicht letzter. Wenigstens nicht letzter. Mit 5000 kann man sich auch schon mal Schönes kaufen. Ja. Letzter bist du nicht. Das war halt deine Folge dieses Jahr. Du bist nicht die kürzeste Folge. Was auch nicht schlecht ist, weil bis jetzt ist immer die kürzeste Folge bis jetzt immer Dahl gehabt. Und du bist aktuell diese Staffel die zweitkürzeste Folge. Das ja, das erste Mal, beim nächsten Mal. Das war schaffen wir es vielleicht auch länger. Ja, das war irgendwie wieder eine Rush-Folge. Ja, ab und zu mal eine Rush-Folge kann man ja. Ist immer mal gut. Ob's gut ist oder nicht, weiß nicht. Aber es ist jedenfalls ein Anfang. Ein Anfang, ja. 5000 hat eindeutig Steigerungspotenzial, das heißt beim nächsten Mal. Was dann in ein Jahr ist. Ja. Das heißt, man hört dich also, man hört dich dann in ein Jahr, also man hört sich schon wieder nicht in ein Jahr, aber man hört dich dann bei Deal or No Deal in einem Jahr. Ja, wieder. Sehen wir uns wieder. Dann danke, dass du mitgespielt hast. Und jo, danke, dass ich dabei sein durfte. Und durch dir kann man jetzt endlich eines feststellen. Nämlich, wir wissen eines, dass auch Björn der dritte Halbfinalist ist. Also das heißt, im Halbfinale treten an fix schon Keldi, Flo und Björn. Und die letzten beiden, die sich noch ausmachen, sind ich und Celine. Dann danke fürs Mitspielen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.